Hallo liebe Bonsai-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Black Label Bonsai mit mir Marco. Es ist jetzt November, es ist Herbst, wie man sieht. Ich habe hier zwei Dreispitz-Ahorne mitgebracht und ja, man sieht, die Blätter sind schon größtenteils abgefallen. Ich bin leicht erkältet, vor knapp einer Woche kam sogar noch meine Tochter zur Welt, also hier überschlagen sich die Ereignisse, aber René hält im Laden die Stellung. Jetzt ist Sonntag und ja, damit es auf jeden Fall noch Videos für euch gibt hier und keine zu lange Pause entsteht, habe ich gedacht, ich nehme mir jetzt mal die Zeit, unsere Kleinen schlafen gerade und drehe ein Video für euch. Und es ist ein bisschen ein neues Format, beziehungsweise will ich gerne auf Bonsai-Fragen eingehen. Deswegen schon mal vorab der Aufruf, wenn ihr irgendeine Frage habt zu Bonsai an sich, was euch interessiert, dann stellt sie gerne in den Kommentaren oder schreibt uns an info@blacklabelbonsai.de eure Zuschauerfrage sozusagen. Und ja, daraus kann ich dann immer wieder schöpfen und Videos kreieren, Fragen beantworten für euch. Ja, was nämlich so eine Frage ist, die viele rumtreibt, mit der ich dann gerne anfangen möchte, ist, also was sind Bonsai eigentlich wert? Was ist mein Bonsai wert zum Beispiel? Wie entscheide ich beim Kauf, ob dieser Bonsai sein Geld wert ist oder nicht? Ja, ist natürlich eine ganz komplexe Frage und da gibt es sicherlich auch verschiedene Antworten, die man geben kann. Oder es gibt sehr, sehr viel zu berücksichtigen, was den Wert beeinflusst. Ne, viele kennen das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Also ist die Nachfrage hoch, dann kann natürlich das oder wird das Produkt teurer. Und wenn die Nachfrage niedrig ist, dann wird es in der Regel günstiger. Aber sagen wir mal so, bei Bonsai gibt es definitiv einen Bedarf. Also es gibt tausende von Menschen, die sich mit Bonsai beschäftigen und die brauchen natürlich neues Material. Ihr könnt natürlich anfangen, euch irgendwie aus einer Gartenpflanze oder einem Findling euren eigenen Bonsai gestalten und dann kostet der Bonsai euch erstmal nichts natürlich. Also außer natürlich eure Arbeitszeit. Und im Wesentlichen könnte man auch sagen, was man bei Bonsai eigentlich kauft, ist Zeit und auch Skills. Also vielleicht bestimmte Techniken, die angewandt wurden, um diesen Baum so aussehen zu lassen, wie er aussieht. Was sonst jahrelang Arbeit vielleicht kosten würde und mehrere Workshops, um eine gewisse Technik zu erlernen. Und ja, also das heißt, Bonsai und Zeit ist definitiv eine Sache, die einhergeht. Deswegen ist ja auch Geduld so wichtig, weil wir wissen, dass Zeit bei Bäumen, solange sie vital sind, auf jeden Fall sehr, sehr viel regeln wird und die Bäume an sich auf jeden Fall besser machen wird, älter aussehen lassen wird, weil sie auch älter werden. Also das heißt, Zeit ist unser bester Freund, aber teilweise auch eben unser Endgegner. Teilweise sind wir ungeduldig, teilweise ja, sind wir vielleicht schon älter und wollen gar nicht so lange warten. Und das ist dann eben auch der Grund, warum man sich dann vielleicht dafür entscheidet, einen wirklich sehr, sehr teuren Baum zu kaufen. Also wie setzt sich eigentlich so ein Preis zusammen? Wenn wir schon mal wissen, dass eine Nachfrage da ist, müssen wir natürlich schauen, was kostet überhaupt diese Produktion? Bei uns ist es so, wenn wir zum Beispiel zu einer Baumschule gehen, dann gibt es dann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre alte Kiefern, jetzt mal als Beispiel gesagt, und dann kosten alle Bäume gleich viel. Und das heißt, diese Baumschule hat einfach ihre Kalkulation und sagt, nach einem Jahr brauche ich das, nach zwei Jahren das, nach drei Jahren das. Und wie die eigentlich aussehen, ist dem komplett egal. Das heißt, wir haben da fast rein diese Produktionskosten, sind da ziemlich klar, was beim Bonsai eben nochmal schwieriger wird durch verschiedene Techniken, die ich eben schon erwähnt habe, die angewandt werden oder angewendet werden, um eben einen besonders schönen, ansprechenden Baum zu kreieren. Das heißt, wir haben eine Produktion. Also wir brauchen Fläche, wo die Ware steht, wir brauchen irgendwie eine Pflanze, die wir altern lassen und eben immer wieder zurückschneiden. Das heißt, wir haben einmal einen Standort, wir haben Pflege, also Wasser, wir haben Dünger und eben, wenn geschnitten werden muss, also auch Personalaufwände. Und diese kreieren schon mal eigentlich diesen ersten wichtigen Bereich. Und deswegen kann man auch eigentlich davon ausgehen, dass wenn ein Baum
älter ist, ist sie auch teurer. Das heißt, es wurden viel, viel mehr Jahre daran gearbeitet, es ist viel, viel, viel mehr Wasser geflossen, es ist viel, viel, viel mehr Dünger benutzt worden. Und wer jetzt zum Beispiel mal so ein Kilo Preis von Biogold oder sowas kennt, das werden die meisten von euch, dann weiß man einfach, da kommen schon ganz schöne Summen zusammen. Und so wird einem dann auch relativ klar, warum Bonsai eigentlich in Anführungsstrichen so teuer sind, gerade wenn man es vergleicht, dass man in der Baumschule 3 Meter hohe Bäume oder sowas kaufen kann, teilweise deutlich günstiger als so einen kleinen Baum in der Schale. Und um einfach nochmal so diesen Wert und auch diese Unterschiede klar zu machen, habe ich hier 2 Beispiele mitgebracht. Also, wir haben 2x3-Spitz-Ahorn und ihr seht hier diesen Kandidaten auf der Seite, der kostet 149 Euro. Hier, der steht schon in einer Schale, ist natürlich viel, viel größer als dieser Kandidat hier. Und trotzdem, und das werden die meisten von euch auf dem ersten Blick erkennen, ist dieser hier der deutlich teurere. Sogar über 600 Euro. Also das heißt, wir haben hier über 4-mal den Preis von diesem. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir im Bonsai natürlich bestimmte Merkmale nutzen, um auch die Reife des Baumes zu erkennen. Also das heißt, wenn wir rein erstmal die Produktion abgehakt haben, kommt es eben auf diese anderen Kategorien an. Wie reif ist der Baum? Wie gut ist der gestaltet? Ist es technisch gut, was da ist? Haben wir größere Wunden? Wie ist der Aufbau? Und auch das Exemplar hier könnte deutlich teurer sein als Shohin, weil die eben auch wirklich sehr gesucht sind, wenn es einfach 1-2 Macken nicht hätte. Also wir finden eigentlich immer irgendwas, was an einem Baum oder Bonsai dann eben nicht passt, und das gibt dann sozusagen diesen Wertabzug. Hier sieht man auf der Seite eine Schnittwunde, die noch verheilen muss. Ich weiß auch nicht, warum dieser Ast entfernt wurde. Das wurde schon vorher gemacht, in Japan wahrscheinlich, weil das schon eben sehr gut verheilt ist oder schon der Heilungsprozess gut eingesetzt ist, aber die Wunde ist eben noch nicht verschlossen. Ob es da ein Problem gab oder sowas, das wissen wir dann natürlich als Händler auch nicht. Der steht aber jetzt schon mehrere Monate bei uns und ist auf jeden Fall kerngesund. Gestaltungstechnisch könnte der natürlich noch verbessert werden, aber dann kann auch so ein Exemplar hier leicht mehrere tausend Euro kosten. Die Größe ist wirklich irrelevant für Bonsai. Teilweise ist es sogar technisch schwerer, einen kleinen Baum wirklich gut zu gestalten und eben wirklich sehr reif aussehen zu lassen. Deswegen kann gerade ein Shohin auch eben wirklich viel mehr wert sein als zum Beispiel ein großer Baum. Ich denke, das ist so eine ganz gute Verdeutlichung, um einfach zu sagen, okay, wir haben hier einen großen Baum, der aber natürlich deutlich weniger wert ist als dieser. Hier muss natürlich noch viel gearbeitet werden, auch wenn der Stamm eigentlich fast gleich dick ist. Die Verjüngung ist natürlich nicht da, also auch so ein technischer Aspekt, den man sich anschauen muss. Und so nähert man sich dem Wert eines Bonsais. Man muss natürlich schauen, was wird gerade dafür gezahlt. Da kommen wir wieder auf das erste zurück, Angebot, Nachfrage. Das heißt, es gibt natürlich schon einen Markt und es etablieren sich gewisse Marktpreise. Wenn man den Online-Handel durchforstet, ja, das ist natürlich immer sehr schön, da kann man sehr gut vergleichen. Man guckt bei uns zum Beispiel auf der Webseite blacklabelbonsai.de und dann schaut man noch bei anderen Wettbewerbern, Marktbegleitern, wie man es auch nennen möchte, und findet dann vielleicht Bäume, die einen interessieren, und kann so ein bisschen schauen, ah okay, wie alt sind die eigentlich, ne? Sind die schon vorgestaltet, stehen die in einer Schale? Also das heißt, ihr habt dann eigentlich da so die Qual der Wahl und könnt wirklich vergleichen, passt für mich dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann ist es bei Bäumen natürlich immer sehr, sehr individuell, keiner gleicht dem anderen, und deswegen werdet ihr dann eure Entscheidung natürlich auch emotional fällen, was auch sehr, sehr wichtig ist beim Bonsai, weil der Anblick muss euch natürlich Freude machen. Und dann kann es auch zum Beispiel sein, dass
der eine sagt, oh, der Baum, der ist irgendwie über 1500 Euro wert zum Beispiel. Sowas sehe ich dann auch auf eBay, auf eBay Kleinanzeigen, oder jetzt heißt es nur noch Kleinanzeigen. Schaue ich auch immer, gibt es irgendwelche Auflösungen, wer bietet gerade Bonsai an. Und ja, dann denke ich mir auch ganz häufig so bei Hobbyisten, boah, das würden wir hier nicht mal im Laden verlangen, was quasi sich Hobbyisten vorstellen, was ihre Bäume wert sind. Weil einfach vielleicht sogar der Baum es mal wert war und sie das auch bezahlt haben in einem Handel, aber dann nicht die nötigen Schritte gemacht haben, um den Baum weiterzuentwickeln. Und dann kann eben gerade auch ein Bonsai schlechter werden, wenn eben nicht die richtige Pflege an den Tag gelegt wird und auch nicht weiter gestaltet wird, die Gestaltung verloren geht, dann muss wieder dementsprechend viel mehr Arbeit reingesteckt werden und so mindert sich also quasi auch der Wert. Wenn man es richtig macht, kann man natürlich einen enormen Wertzuwachs erwarten bei Bonsai, aber dafür muss man wirklich natürlich die richtigen Fähigkeiten mitbringen, regelmäßig an seinen Bäumen arbeiten und dann eben mal vergleichen, was hat man überhaupt reingesteckt an Zeit und was ist dann dabei rausgekommen. In der Regel für Hobbyisten ja gar kein so relevantes Thema, denn ihr habt Freude daran, diese Stunde, die ihr investiert, ist quasi eine Stunde, die ihr in euch selbst investiert, in euer Hobby und nicht in eine Wertanlage. Von daher ist es natürlich auch immer wichtig zu berücksichtigen. Also, das heißt, der Wert von Bonsai setzt sich natürlich daraus zusammen, wie alt er ist, was zum Beispiel für Produktionskosten und auch Lieferkosten entstanden sind. Kommt der Baum jetzt aus Japan, kommt der aus China, kommt der aus Korea, aus Europa, ist es ein Findling vor Ort? Das hat natürlich dann alles verschiedene Kosten. War das so ein großer Baum, dass irgendwie Bagger eingesetzt werden mussten? Ist es so ein kleiner Baum, der irgendwie schon 45 Jahre lang sehr, sehr klein gehalten wird und dadurch eben besonders ist? Ja, wir sind natürlich hier auch in einem Segment, wo alles, was selten ist, was rar ist, macht natürlich auch nochmal den Preis. Das heißt, eine besonders seltene Art zum Beispiel kann deutlich teurer sein, auch wenn sie vielleicht dieselbe Zeit- und Produktionskosten Bedarf hat, ist es einfach so, dass da vielleicht die Nachfrage dann einfach höher ist als das Angebot und dadurch eben der Preis besonders hoch wird. Ja, das heißt, ihr müsst für euch entscheiden am Ende, ist es der Bonsai wert oder nicht. Wichtig ist es zu verstehen, dass eben solche kleinen Bäume hier oder selbst dieser für 149 Euro 18 Jahre alt ist. Also wir reden hier über Altersspannen, wo 18 Jahre lang jemand hingegangen ist, den Baum gepflegt hat, vielleicht nicht individuell gepflegt hat in dem Fall. Ja, dass es einfach natürlich hochgezogen wird in der Masse und dann am Ende gefällt einem was oder nicht. Aber ja, da steckt eben wirklich jede Menge Arbeit drin, jede Menge Fleiß. Und jeden Tag ist jemand hingekommen, hat sich gekümmert oder, wie man so schön sagen kann, hat es nicht verkackt. Ja, also wenn 18 Jahre lang hat jemand es nicht verkackt und deswegen lebt dieser Baum noch. Bei dem hier sind es nochmal deutlich mehr Jahre und wir haben hier auch Exemplare, die so 70, 80 Jahre alt sind. Also und da ist jeden Tag jemand gekommen und hat es nicht verkackt. So sage ich nämlich gern, weil das ist so wichtig. Ja, am Ende müssen wir schauen, dass wir unsere Bonsai am Leben erhalten. Und da kann es auch schon mal sein, dass sie nicht besonders schön sind in einer gewissen Phase. Aber wir müssen es halt wirklich schaffen, dass wir die Bäume am Leben halten. Das ist das Hobby. Und dann versuchen wir natürlich, möglichst immer wieder Peaks zu erreichen, wo sie besonders schön sind. Zum Beispiel für eine Ausstellung, zum Beispiel zu einer besonderen Zeit, wo ich einfach selber diese Freude empfinden möchte an der Schönheit meines Baumes und dann bin ich eben auch bereit, besonders viel Geld auszugeben. Ja, ich weiß noch genau, also als wir diesen Laden hier angefangen haben wir entscheiden mussten, welche Bäume kaufen wir, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie kann man entscheiden, wie man dieses Sortiment aufbaut. Also ganz, ganz viele Fragen hatten wir da am Anfang und eben dieses, welcher Preis ist da, war ein großes Thema und auch hier gibt es sicherlich welche, die sagen, hey, was ihr anbietet, ist zu teuer und
genauso kommen auf der anderen Seite hier auch gerade Bonsai-Profis zu uns und die sagen uns eben einfach, dass wir sehr, sehr günstig bis zu günstig sind, ne? Weil eben doch sehr, sehr viel dahinter steckt und so müssen auch genau wir schauen, dass wir jährlich Preisanpassungen machen, also Bäume, die sich hier weiterentwickeln, die wir ein Jahr gegossen, gedüngt haben, werden im folgenden Jahr also quasi auch immer etwas teurer. Was aber genauso sein kann, und diese Geschichten haben wir auch, dass wir Bäume einkaufen, die sich hier verschlechtern, die mit dem Standortwechsel nicht gut klarkamen, die vielleicht schon eine Vorgeschichte hatten, die wir nicht kennen und dann hier einfach an Wert verlieren. Und wenn dann ein Kunde kommt und sagt, ah, der sieht aber jetzt nicht mehr so gut aus, ich nehme mich dem Projekt gerne an, wenn ihr Interesse habt, dann bekommt er natürlich auch einen Discount auf diese Ware und ja, hat dann eben die Chance, diese Pflanze günstiger zu bekommen, muss sie aber auch dementsprechend wieder aufpäppeln. Also das heißt, der Wert kann durchaus schnell variieren, er kann nach oben gehen, ein Workshop gemacht und eine super Gestaltung hingelegt, irgendwie den nächsten Schritt eingeleitet beim Baum, dann kann dieser bezahlte Workshop quasi schon wieder im Wert des Baumes dann wiedergespiegelt sein. Aber ja, relativ komplexes Thema. Was mir einfach nur wichtig ist, ist, dass eben jeder versteht sozusagen, warum kommt überhaupt dieser Preis zustande. Also warum ist so ein kleiner Baum zum Beispiel schon 150 wert? Warum ist dieser noch kleinere Baum sogar über 600 Euro wert? Also am Ende müsst ihr entscheiden, wie viel Geld ihr ausgeben wollt für Bäume, für Bonsai, für Rohmaterial. Und ich bitte euch nur immer das zu bedenken, dass da einiges an Arbeit und auch Fähigkeiten reingeflossen sind. Und ich hoffe, ich habe das Thema jetzt relativ gut abgearbeitet. Vielleicht sind auch noch Fragen offen dazu. Dann bitte ich, diese in den Kommentaren zu stellen. Vielleicht kann ich auch nochmal darauf eingehen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich sowas wie eine Aufstellung machen sollte oder könnte, welche Punkte eben alles, einspielen oder so, die dann nachher den Preis ausmachen können, dass es sowas wie eine Richtlinie gibt. Aber es ist doch sehr, sehr schwer, weil am Ende es ist ziemlich individuell und jeder Baum ist auch anders. Wenn ich jetzt hier sage, es ist wichtig, auf das Nebari zu achten, dann ist es vielleicht beim chinesischen Wacholder gar kein wichtiger Punkt und es ist vielmehr der Schwung und das Totholz, wie gut ist das gestaltet. Also das heißt natürlich, jeder Baum hat nochmal eigene Punkte, worauf man achtet für die Qualität. Deswegen relativ schwer, aber vielleicht werde ich mich irgendwann mal dran setzen. Ja, das war's zu dem Thema. Was kostet ein Bonsai? Was macht ihn wertvoll? Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns hier auf jeden Fall über ein Abo, über ein Like. Und natürlich, wie schon gesagt, gerne kommentieren. Auch falls euch noch was einfällt, was den Wert beeinflusst, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.